Es gibt wieder News zu The Sims 4 und was bald alles so kommt. Ich bin Daniel von SimFancy und heute geht's um Pronomen, neue Kassobjekte, Gerichte und ein neues Szenario. Doch jetzt erstmal Daumen hoch, es geht los. Dankeschön. Pronomen. Ja, zusammen mit der Organisation It Gets Better hat der Entwickler Alistair Lee alias SimGuru Felix den aktuellen Fortschritt des bereits angekündigten Pronomen-Features gezeigt. In dem vorgestellten Konzept zeigen sie, wie das im Spiel aussehen könnte. Statt dem Namen ist geplant, dass oben nun mein Name ist und meine Pronomen sind steht. Neben dem Namen kann man dort zum Sim passende Pronomen auswählen. Alternativ kann man sogar benutzerdefinierte Pronomen komplett frei festlegen. Anhand von Beispieltexten wird diese Festlegung dann unterstützt. Der Entwickler betonte, dass dieses Feature aktuell noch in der Entwicklung ist. Also es gibt noch keinen Termin für die Veröffentlichung. Aber es wird wohl mit einem kostenlosen Spielupdate kommen. Pronomen werden zuerst in Spielen mit englischer Sprache verfügbar sein. Später sollen dann alle 18 anderen Sprachen folgen, in die Sims 4 übersetzt ist, darunter auch Deutsch. Neue Kassobjekte. Am 2. Februar wird es über ein SDX, das Sims-Lieferungsfeature, drei neue kostenlose Objekte für den Ersteller ein Sim geben. Eine erste Konzeptart wurde schon gezeigt, es handelt sich um einen Morgenmantel. Welche die beiden anderen Objekte sind, das bleibt vorerst eine Überraschung. Alle drei Objekte wurden übrigens zusammen mit dem CC-Creator Complex Sims aus der Community erschaffen. Cool, oder? Noch mehr Objekte. In einem kommenden The Sims 4 Spielupdate, das kostenlos sein wird, wird es eine neue Frisur und 6 neue ostasiatische Gerichte geben. Die Frisur, die kommt euch bekannt vor, ja, die ist bisher Inhalt des The Sims 4 Anti-Uni-Erweiterungspack. Mit dem kommenden Update, das noch kein Datum hat, wird diese für alle Spieler kostenlos verfügbar gemacht, auch ohne das Anti-Uni-Pack. Als Grund wird genannt, mehr Möglichkeiten in der Repräsentation ins Spiel bringen zu wollen und das so hervorzuheben, und da würde die neue Frisur eben gut passen. Neues Szenario. Ein neues permanentes Szenario wird bald in einem SDX veröffentlicht. Das sogenannte Power Couple Szenario beinhaltet eine Story, in der ein verheiratetes Paar gemeinsam in einem Business arbeitet. Auch dieses Szenario wird kostenlos für alle Spieler verfügbar sein. Ein genaues Datum wurde aber noch nicht genannt. Ja, was sagt ihr zu diesen Themen? Schreibt es mir in die Kommentare oder kommt auf unseren SimFancy Community Discord Server, Link in der Videobeschreibung. Daumen hoch, wenn euch gefällt, was ich so mache. Bis zum nächsten Mal und vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Euer Daniel.